Also, heute. Scheiße. Voll gespeuert. Wo ist Rico? Da. Heute probieren wir das grandiose Hasseröder Hell zum dritten Mal. Warum zum dritten Mal, Rico? Weil Jens das immer wieder neu testen möchte, weil ihm das so lecker ist, ja. Wir hatten Hasseröder Hell das erste Mal getestet, da hat es 19 Punkte bekommen. Das zweite Mal jetzt 16, also gestern. Also heute wird es dann schlecht ab. Ich kann das nicht mehr. Ich finde das jetzt schon scheiße. So. Ja. Oh. Jetzt gucke ich mir das Etikett zum dritten Mal an, ja, und muss sagen, der Auerhahn sieht scheiße aus. So. Generell gefällt mir das nicht. Ich sag Bronze. Prognose? Welche Reinheitsgebot, ja. Ja, wird wohl Bronze werden. Auspacken oder wegpacken? So. Nee, ich will das wegpacken. Wie sieht das aus? Bitte lass mich das wegpacken. Wie sieht das aus? Also im Gegensatz zum Original Hasseröder. So. Ja, das kann weg. So. Ja. Also im Gegensatz zum Original Hasseröder sieht es natürlich weniger gut aus. Hat wirklich, also das normale Hasseröder hat ja schon abgenommen. Damals gab es hier hinten noch ein Etikett. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das gibt es jetzt bei Beden natürlich nicht mehr. Und bei dem Hasseröder Hell gibt es nicht mal einen vernünftigen Kronkorken für. Das also ist einfach nur ein Blanko. Weil jetzt nur das Vorderetikett, das ist natürlich der Barcode auch hier vorne. Ne? Das führt immer wieder zu Verwirrungen bei Getränkeland. Übrigens, schönen Gruß am Getränkeland. Da kaufe ich immer gerne ein. Die ganzen Probierbiere. Ja. Also Grüße gehen raus. Ja, also im Großen und Ganzen hat es für mich nicht mehr als einen Punkt verdient. Das wie eben, aber eigentlich nur ein Punkt, weil wir Hasseröder ja alle trinken. Also das Symbol oder die Henne, dieses komische Rattenvieh, das hat sich auf jeden Fall verschlechtert, der Auerhahn. Das sieht jetzt sieht aus wie eine dicke Taube. Ja, ein Punkt ist okay. Gut. Preis? Scheiß. Der Preis ist scheiß. Aber nur wegen 1,10 oder so, was kostet? 1,5. 1,5? Also 0 Punkte. 0 Punkte für den Preis. Augensucht oder Augenflucht? Wie sieht das Bier im Glas aus? Dazu haben wir natürlich extra Hasseröder. Naja, das sieht braun aus im Glas. Mach hin jetzt. Ich will ja nicht. Ich versuche das hinauszuzögern. Ich hab das Glas voll, ich trinke dann aus der Flasche. KKP1. Red Sonja. Ja, sieht gut aus, 4 Punkte würde ich sagen. Hasseröder L. Glück, Glück, Glück. Mal gucken, wie der Schaum wird. Überraschung, Überraschung, so wie das letzte Mal. Warte, ich setze extra die Brille nochmal auf. Ja, sieht sehr gut aus, 4 Punkte. Ja, würde ich auch sagen. Bis auf den Schaum. Gaumenhiebe oder Gaumenhiebe? Prost. Prost. Hasseröder. Übrigens eine wunderschöne Brauerei, kann man sich mal ankicken. Oh. Aber ganz neu. Schmeckt schon gut, also kannst du ihn meckern. 7 Punkte. Der Siehstausdruck, wenn du das zum dritten Mal trinkst. Naja, aber es ist ja jetzt kein schlechtes Bier. Nee, ist nicht. Also vom Geschmack her. 7 Punkte. Aber wir wollen halt auch mal was anderes testen. Ja. Wir wollen ja hier testen. Nee. Austrinken oder wegkippen? Auf jeden Fall austrinken. Auf jeden Fall austrinken. Wie viele Spezialpunkte verdient dieses hier Boy? Ein. Also mindestens ein. Das ist halt hier so eine tolle Jubiläums-Edition, 150 Jahre. Na, und dann noch einen zweiten wegen dem Hasseröder Schriftzug in der Außerflasche. Ja, wenn wir jetzt Ökos wären, dann würden wir sagen, ja, okay, ich krieg jetzt noch einen Punkt, weil das so ein tolles Papier ist und
Elektrizität, 100% erneuerbare Energien und so. Ja, na klar. Aber das war jetzt auch schon, also sind wir aber nicht, deswegen gibt es 2 Punkte. Genau. Uhr, können wir jetzt schon sagen, gibt's nicht? Ja, den gibt's nicht. 17. Also, wir hatten 19, dann hatten wir 16 und jetzt haben wir 17. Nee, 18. 18. Ey, irgendwann wird schon mal einer einen Kommentar unterschreiben, dass wir zu blöd sind zu zählen. Ja, naja. Jetzt zähle ich 16, Alter. Ey, Mann, was hör auf jetzt. 1, 2, 6, 13, 15, 17, 18. Das ist gut. Also 18 Punkte, Bronze, glaube ich. Ich glaube, bis 19 gibt es Bronze. Nee. Bis 18 gibt es Bronze. Das ist ja fast Silber geworden. 19 Punkte hatten wir jetzt das erste Mal, ja. Da hat Silber gekriegt. Ja, nüchtern betrachtet sieht das eigentlich ein bisschen anders aus. 18 Punkte, herzlichen Glückwunsch. Das bedeutet Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für unerwünschte Gäste deiner Bar Rosum. Also hast du oder hell hinter mal ausprobiert. Yes. Oh yes. Genau. Ist schon in Ordnung. Ja. Ist jetzt nicht Gold. Ist auch nicht Silber. Bronze ist schon gut. Ist schon okay. Also heute geht Jens mal in den Keller. Schönes Grimbergen trinken wir. 6,5 Volt hat das Grimbergen. Mhm. Und es ist ein Ale. Ale hatten wir schon mal. Ja, aus Bernau. Das stimmt. Also, nächstes Mal auf jeden Fall wieder einschalten. Beziehungsweise, damit ihr benachrichtigt werdet, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ansonsten schreibt mal einen blöden Kommentar. Irgendwas gemeint über Rico oder so. Ich würde schon mal einfallen. Da gibt's nichts. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und ciao. Bis demnächst.